Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mittelerde im Mörder Schatten. Wir spielen jetzt direkt weiter auf unserem Karagor und zwar geht's ohne Umwege zu unserem nächsten Auftrag. Vorausgesetzt, wir kriegen einen Umweg. Dann müssen wir natürlich woanders rein. Okay. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ist denn unsere Überlebensherausforderung? Sind die Orangenen? Da bin ich doch gerade an einem. Genau. So. Da ist er. Was machst du jetzt? Hey. Kann ich nicht anpfeifen oder sowas? Nee, ach, egal. Oder? Nee, komm. Ich bin ja eh schon da. Okay. Dann haben wir hier dann den nächsten Dolch auf. Oh, nein. Oh, so ein Vogel, ey. Der springt einfach nur gerne von Gebäuden, glaube ich. Deswegen macht das immer und der ärgert mich damit. Nee. Okay. Warum? Naja, spenderisch ist es schon. Der Sklaventreiber wollte bestimmt eine Bleichhaut nur für sich. Okay, die Reinigung des Schattens machen wir doch glatt. Nach der nächsten. Okay, lass dich nicht entdecken und töte Uruk-Fackelträger. Alles klar. Die Fackelträger, was erkenne ich die? Okay, ich müsste 5 ablecken. Aber davon bin ich kein besonders großer Fan. Das ist doch ein Fackelträger hier. Oder? Was sollte dieses Gebrüll vorhin? Hat geklungen, als hätte jemand Karluk verraten. Ist das nicht einer? Oh, der ist nicht markiert. Ich will es jetzt nicht riskieren, schon wieder von vorne anzufangen. Okay. Halt. Rüber. Schauen wir doch mal, ob wir da irgendwie unbemerkt zu unseren Fackelträgern kommen. Da muss ich natürlich ein bisschen darauf achten, dass hier keine. Halt, ja, komm. Hey, sag mal. Also. Jetzt halt, so. Ob hier nicht irgendwelche Bogenschützen sind, die mich bei meinem Sneaky-Plan irgendwie nicht unbedingt unterstützen. Aber hier sind doch voll viele Fackelträger. In der Nähe jedes Ghoul-Nests. Ach so. Ach so. In letzter Zeit haben sie so viele Vorräte verschickt. Bei dem ganzen Essen wird einem erst richtig klar, wie riesig unsere Armeen schon geworden sind. Oder? Wo schaut der hin? Ja, er schaut weg. Also kann ich den da oben einen Bogen erledigen. Oder? Schattentötung. Nee, danke. Was? Aufgeben? Willst du wiederholen? Müssen wir jetzt extra wieder hoch? Extra wieder hoch? Ja. Das wollte ich. Manchmal mag ich es einfach. Au. Warum schleiche ich eigentlich? Jetzt hör doch mal auf. Also ehrlich. Ja, komm. Ich wusste gar nicht, dass Feuer solche Töne macht. Servus. Okay, weiter nach oben. Nee, ich bleib jetzt garantiert nicht, wo ich bin. Jetzt ist die Sachen am Sagen mal sagen. Da sagen sie Mann gegen Mann und komm mit 15. Das ist genauso, wenn ich sage, ich mache einen Pitbull-Kampf mit einem Bär. So. Neuer Versuch. Also Schattentötung haut nicht hin. Kann man so sagen. Ob ich das kann. Tja, tatsächlich. In der Entfernung haut es ganz gut hin, scheinbar. Er entdeckt mich aus der Entfernung, glaube ich, nicht. Er ist zwar aufmerksam geworden. Der andere auch. Loki Uruks an. Hä? Reicht da auch schon ein anderer erschossener Uruk? Oh.
überhaupt in den Fässern? Da drüben war ich vorhin. Das war nicht so klug. Aber hier sind auf jeden Fall noch Ghoul-Käfige. Also angeblich. Ich habe ja nicht reingeschaut. Und auch noch nicht können, weil ich davor immer erwischt worden bin. Hallo? Oh, okay. Komm doch mal kurz hier hin. Also ich hoffe nicht der Falsche. Ich sehe schon Gespenster. Und ich habe mir den guten Kampf erhofft. War hier hinten nicht auch noch einer? Ich dachte, hier war auch noch einer. Ich sollte weniger trinken. War wohl nicht so. Ich will auch einen zünftigen Kampf haben. Was war das? Ja, guck mal her. Wahrscheinliche Ratten. Wir finden schon etwas anderes zu töten. Keine Sorge. Da sind doch schon Ghule drin. Die hätte ich doch relativ simpel erledigen können. Was war das? Muss ich bloß hier um die Kurve locken. Eigentlich hast du mich doch gar nicht gesehen. Oh, ich mag diesen Auftrag jetzt schon nicht. Ach, Kacke. Naja, neuer Versuch. Hast du das gehört? Der Tag ist es. Jawohl. Ja, ja. Signalfeuer, was Töne macht bei euch. So. Du bist immer derselbe, was da steht. So. So. Der ist weg. Der kann kein Hauptmann mehr werden. Gut. Oh, ups, so. Kommen wir mehr nerv und probieren wir die nächsten. So, rüber. Hopp. Fallen. Und ein neuer Versuch. Wenn das nicht immer wäre, das ist. Och. Wenn ich einfach auf erneut versuchen klicken könnte, wäre das Ganze etwas leichter und stressfreier. Und warum stinkt's hier schwarz? Egal. Es heißt, der Waldläufer sei. Ich werde es jetzt nochmal anders versuchen. So, also der wird kurz. Ne. Komm. So, der kommt kurz hier hin. Dürfte abgelenkt sein, oder? Jawohl. Nochmal. Ich bin bereit. So. Was meint ihr? Es wird auch langsam Zeit. Was macht der Kollege jetzt hier? Oh, shit. Ja, war vorbei. Na. Na. Ach komm. So, eins. Ins Bein. Erledigt. So. Okay. Ich habe nicht mehr viel Schuss, wie man sehen kann. Aber mein Fokus ist wieder da. Das heißt, der gilt auch noch. Okay. Dann hatte ich hier vorne noch einen. Scheiße. Scheiße. Wie weit hoch kommt der? Kommt der überhaupt hier hoch? Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Okay. Nein. Das, habt ihr das gehört? Oh. Das war jetzt mal wieder arschknapp hier. Was macht der? Scheiße. Oh, Kackdreck. Wo sind hier welche? Kann keine sehen. Oh Mann!
Boden und er wäre von Bolzen durchbohrt, bevor er Mann. Wieder Richtung Meer gesegelt. Kann ich denn wenigstens den nochmal... Ja, ablenken geht noch. Komm mal her. Alter, wie viele? Ich weiß gar nicht, dass sie so aufmerksam sind. Und den Käfig kann ich nicht öffnen. Und der eine dreht da seine Runden. Das verstehe ich auch nicht ganz. Was soll das für seltsame Runden dreht? Und der da rauskommt. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Der dreht. Also der ist ein bisschen bekloppt, so wie es aussieht. Also der steht da irgendwie steht er total auf dem Schlauch, so wie es aussieht. So wie ich das sehe. Also, ich stehe natürlich mit auf dem Schlauch. Schauen wir doch mal, ob ich hier wieder einen holen kann. Das war den hier. Warte, ich rieche etwas. Soll er mal kurz hierher kommen? Was ihn auch getötet hat, ich hoffe, es kommt nicht wieder. Feigling. Naja, der bringt mir gerade nicht viel. Ach, das ist eine Verschwendung meines Talents. Ich habe es satt. Nein! Oh! Oh, das geht so schnell. Oh Gott, ey. Immer dieselbe Kacke hier. Und hier steht immer noch der gleiche. Und die lasse ich jetzt meine Hut aus. Ah. Kann doch nicht wahr sein. Gibt's doch gar nicht. Ich versuche jetzt auf jeden Fall erstmal eine andere Runde zu drehen. Und nicht wieder diese Runde zu drehen. So, los. Ich fange jetzt mal von rechts an. Also da drüben. Schauen wir mal, was es hier zu bieten hat. Diese Kackmission hier. Also, ich dachte nicht, dass es so schlimm wird mit der Sneakerei. Noch weiter. Und ich lande bestimmt direkt vor einem. Nein, nicht mal. So. Schleicht da jemand umher? Das ist hier schon mal ein bisschen besser. Na komm. Gut. Hat keiner gesehen. Was war das? Hole ich den mir auch gleich. Zumindest die, was gehen von hier aus, die hole ich mir auch. Ja, jetzt komm mal her, Kollege. Wieder einer weg. So. Okay. Schau ich mal, wie viele ich hier töten kann. Beide, so wie es aussieht. Okay. Haha! Trinkt! Ja! Dass sie immer genau dann auf die Idee kommen zu trinken, wenn ich es vergiftet habe, gell? Als wär's, das ist wie, als wär's programmiert. Also, ehrlich. Ah, okay. Ein Fackelträger down. Noch einer vielleicht. Na komm. Was mit dem einen? Also der Fackelträger scheint gut drauf zu sein, so wie es aussieht. Ja, wen töten? Tötest doch mal den, was ich töten auch wollen würde. Jawohl. Tja, jetzt haben sie ein Problem. Vielleicht habe ich nur schlechten Grog getrunken. Ja, ich habe ihn gerade vergiftet, du Vogel. So. Schlag den gut. So, was wollen eigentlich die Orks mit den Ghulen? Warum fangen die Ghule? Würde mich auch mal interessieren. Wie komme ich jetzt hier unbemerkt rüber? Schwierig. Vor allem unter uns geht gerade dieses Party ab. So. Aber hier geht's wohl. Okay.
auch hier vorbei. Da springe ich jetzt nicht einfach runter. Aber da hoch, wenn es geht. Sehr schön. Okay. Gehen wir dann hier rüber. Und gehen zu dem nächsten. Hopp. So. Okay. Einer, der ziemlich... Eins, das ziemlich tödlich war. Dieses Geräusch. War nicht so schön für dich. Ah. Nein. Oh, wie kann das sein? Wie kann das sein? Ach, Scheiße. Ja, komm. Noch jemanden, von dem ich damit Wut rauslassen kann. Und was willst du jetzt eigentlich hier, hä? Du hast doch gar nichts zu melden. Und du gleich zweimal nicht. Also, Maul zu. Sonst, da ist der Mütz. So, jetzt reicht's. Ja, ja. Jetzt reicht's. Ja, ja. Oh. Also ehrlich. Oh, hier sind ja wieder Sammelsachen, sehe ich gerade. Machen wir mal was anderes. Sammeln wir wieder ein paar Sachen ein. Oh Mann, wie kann das so schwierig sein? So. Oh. Also ehrlich, ich glaube, ich brauche jetzt mal eine Aufnahmepause. Und dann probiere ich sie in der nächsten Runde mal nochmal. Aber auch nicht sofort. Ich werde mir das merken, dass es diese miese, blöde Aufgabe ist. Und ich werde sie auf jeden Fall machen und ich werde sie garantiert auch schaffen. Nur, wann, weiß ich noch nicht. Aber ich werde sie machen, versprochen. Und zwar auch bis zum Schluss. So, wieder was. Unser Geist sagt gar nichts mehr, wenn wir die Dinger sammeln. Jetzt vielleicht wieder. Es gibt im Land der Schatten noch Licht, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Immerhin eine Kleinigkeit hat er erzählt. Ist ja schon mal was. Was? Ach so, das Schönling. Genug vom Versteckspiel, nicht wahr? Von mir aus. Das ist ein Ende. Ja. Tschüssi. So, aufsammeln. Küchenmesser. Ja, kann man ja auch gebrauchen. Deswegen sammeln wir das. Da brauchen wir gar keine Erinnerung. Wir wollen eigentlich hier damit Uruks ein bisschen kochen. Naja, hören wir es uns noch an. Hier, nimm das. Ich möchte, dass ständig jemand bei Königin Marvin ist. Ich fürchte, dass sie sich etwas antun könnte. Geh jetzt. Mutter, was geschieht mit dir? Ist diese Gabe den Preis wert, den du bezahlst? Das Ende der Dunkelheit ist jeden Preis wert. Das ist der Geist Nurnens, Litharie. Nurnen braucht dich, Mutter. Diese Visionen bringen uns nichts, was dein Tod wert wäre. Doch, das tun sie, mein Kind. Ich hatte eine Vision Celebrimbors, des Ringerschaffers persönlich. Nur durch ihn allein kann Nurnen gerettet werden. Mhm. Also, ja, mehr oder weniger war es ja klar, dass es nur durch uns gerettet werden kann. Ah, ist ganz gut, immer so ein paar Nebeninfos zu bekommen. Das Land ist prächtig und grün, doch eine Schwäche hängt ihm an. Diese Gewässer sind bitter und die Kreaturen darin sind unrein. Aber so. Sie werden Saurons Kriegsmaschinerie versorgen. Also manchmal schwätzt er ordentlich was, manchmal sagt er gar nichts. Okay, also merken, Scheiße, hoffentlich besser. Genau. Machen wir den als nächstes und dann in der nächsten Folge. Wenn ich es noch schaffe, mache ich den jetzt noch in dieser Folge und wenn nicht, werde ich den in der nächsten Folge machen, plus einem anderen Nebenauftrag. Oder eventuell vielleicht auch ein Hauptquest. Mal schauen. Ja, ja. So. Tschüss. Manchmal muss man einfach die Wut rauslassen an solchen Viechern. Oh Mann, oh Mann. Und da sagt man noch eine, durch solche Spiele wird man kein... Deine Knöchel werden schöne Würfel abgeben, Menschlein!
Was? Ich gehe lieber mal. Gule. Okay. Rette den Karagor. Ach, Breite. Oh Mann. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Aufgabe, was wir schon mal hatten. Dass wir durch das ganze Land reiten müssen und genau. Töte die Urks, um die Hinrichtungen zu verhindern. Zusätzliche Ziele gibt es auch wieder ein paar. 300 Fuß. Haben wir den schnell. Alle wohl ähnlich weit auseinander. Ich würde ganz gern schneller spannen können. So. Ich kann hier jetzt von oben natürlich wenig. So. So, ich muss natürlich auch auf meinen Charakter aufpassen. Gut, erledigt. Nächste 400 Fuß rechts. Gut, ich werde versuchen, den Karagor mal nicht aufzuzehren. Und notfalls ihn per Kampf zu töten. Also die anderen zumindest, meine ich. Dann brauche ich noch so nur einen. Mann. So, lass dich schmecken. Und der letzte noch. Okay, weiter geht's. Okay, ich habe sehr viel Leben. Daher werde ich ihn doch nochmal kurz aufzählen. Ja, ja, sorry. Wir haben noch 1,5 Minuten, das sollte reichen. So. Ich glaube, nicht so gut. Na. So. Okay, schauen wir, ob hier ein Karagor-Killer dabei ist, aber so wie es aussieht. Nicht doch, scheiße. Scheiße, aber ich habe die Zusatzaufgabe noch geschafft. Und ich denke, dass ich die paar ja auch noch. Scheiße, war mal eh noch Geisterblitz. Oh Gott. So. Es hat trotzdem noch gepasst. Karagor ist leider gestorben. Mein Beileid, mein Karagorlein. Oh Mann. Naja. Ja. Okay, also, ich werde diese Folge an dieser Stelle bald beenden, sobald ich halbwegs ein sicheres Plätzchen gefunden habe, an dem ich mich vernünftig verabschieden kann. Ne, hier nicht. Seht der Tag. Ah Mann, hier sind gar keine so tolle Büsche, habe ich das Gefühl. Oh, na, das ist auch unsicher. Oh Mann! Ja, ja. Ja, der Tag. Ach, scheiße, ey. Hoch. Guck mal einfach mal nach oben. Vielleicht ist es hier irgendwie besser. So. Okay. Ich würde sagen, ich werde es jetzt einfach hier tun. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall... Ja, stimmt gar nicht. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einfach einen Kommentar da. Ansonsten Daumen hoch wäre auch wieder mal einwandfrei. Wenn ihr ein Abo dalassen wollt, Mann, wäre ich euch dankbar. Unterstützt mich, ich würde es wahnsinnig freuen. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin. Und tschüss.